Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Strategic Command gegen Herzog Sieg LP. Wir haben in der letzten Runde den Westfeldzug begonnen, sprich Niederlande und Belgien den Krieg erklärt. Da drüben macht er nicht viel, außer ein bisschen zu verstärken. Leider mein erstes U-Boot verloren. Gut, aber es war jetzt keine krasse Reaktion, die er da gezeigt hat. Ja, das machen wir. Wir bekommen mehr Flugzeuge und mehr Panzer. Zack. Beim Italiener bekommen wir noch ein zusätzliches U-Boot. Stellen wir erstmal nach Neapel und eine schwere Artillerie beim Japaner. Darüber freue ich mich sehr. Gut, wir fangen erstmal beim Westfeldzug an, beziehungsweise wir fangen ganz im Westen an, im Atlantik. Ich würde, wie gesagt, gerne erstmal versuchen, hier aus der ganzen Sache rauszukommen. Ich stelle den mal auf Jagd, dann kann der ein bisschen weiterfahren und kommt da oben dann vielleicht raus. So, erstes Ziel in dieser Runde ist natürlich, Belgien zu erobern. Und dazu müssen wir den da rauswerfen. Und ich schätze, das Beste, um das zu tun, ist erstmal ein bisschen mit Flugzeugen reinzuschießen. Dadurch ist die Moral stark gesunken. Ob wir das jetzt gleich machen, gucken wir uns dann an. Das ist alles noch 0-1 hier. Ich glaube, ich werde den auch einmal damit bomben. Jetzt haben wir hier immer noch 0-1. Jetzt gucken wir mal. Ach, Scheiße. Die belgische Armee ist da ziemlich heftig in der Verteidigung. Ich meine, ziemlich heftig. Ah, ich könnte jetzt hier schon mal ins Hinterland springen. Könnte da einen Cut-off machen. Jetzt muss ich erstmal den Typen hier beseitigt kriegen. Gibt's ja nicht. Werfen wir da mal auch noch die Fallschirmjäger drauf. Der hat schon zweimal angegriffen. So. Jetzt ist hier die Überlegung, ob man da noch reinmarschiert. Der könnte potenziell hinterher. Machen wir das doch einfach mal. Den Pionier da wegschießen. Naja. Warum denn auch nicht?
Okay, wer kommt dann alle ran? Mir wäre es eigentlich ganz lieb, wenn Mannstein, wo ist, welcher ist das? Der hier. Den Panzer noch übernehmen könnte. Aber ich glaube, das wird nichts. So, verstärken wir mal unsere Flotte wieder ein bisschen. Und so ein bisschen die Frage, wir sind ja gerade dabei, hier zu forschen, ganz eifrig. Weiterentwickeltes Flugzeug ist noch wichtig, das ist auch wichtig. Machen wir einfach so, dann haben wir die Punkte effektiv ausgegeben. Kümmern uns jetzt hier unten mal weiter um. Italienisch Ostafrika. Können wir hier noch eine Garnison kaufen? Können wir nicht. Aber wir können Gariboldi nach unten schaffen. Stellen uns da mal hin. Jetzt wäre es die Frage, ob wir die Flugzeuge auch unterschaffen wollen. Obgleich eigentlich mein Ziel ist, dass ich Malta vielleicht versuche zu erobern mit der deutschen Luftwaffe, dann wenn ich die hier nicht mehr brauche. Genau. Sonst brauche ich hier, glaube ich, erstmal nichts machen. Partisanen sind hier kein Thema. Dann gehen wir jetzt nach Asien. Genau, den kann ich da jetzt mittlerweile schon rausschießen mit Ergebnissen. Hier regnet es mal wieder. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das war ein schmerzhafter Angriff. Ach, sieh einer an. Ah, jetzt wäre es bloß schön, wenn ich noch reinmarschieren könnte. Hier ist noch ein guter Angriff. So, jetzt bin ich da schon mal auf der richtigen Flussseite. Kann jetzt gucken, dass ich mir noch ein bisschen was kaufe. Forschung, Langstreckenflugzeug, Marinewaffen bin ich schon dabei. Das ist fantastisch. Seekriegler, Befehlskontrolle finde ich wichtig. Industrie bin ich schon mit zwei dabei. Erdkampfwaffen finde ich beim Japaner noch ganz interessant. Weiterentwickeltes Flugzeug. Genau, also ich meine, später gegen den Amerikaner ist es natürlich besonders effektiv mit Marinebombern, dann auch von den einzelnen Inseln dann ihn zu behaken. Also schon gute Angriffe gegen die feindlichen Flugzeuge und die Dinger sind halt auch nicht sonderlich teuer. 166 Punkten könnte ich mit zwei Stück kaufen und damit dann später tatsächlich schon einiges an Schaden anrichten. Auf der anderen Seite wäre natürlich ein mittlerer Bomber ganz cool, um feindliche Einheiten eben besonders schwach zu machen gegen meine Bodentruppen. Ich denke daher, dass ich Erdkampfwaffen mal um eins pushen werde. Dann gucke ich mal, ob ich mir. Jetzt kann ich mir tatsächlich nur noch Marinebomber leisten. Aber da ich sowieso geplant hatte, mir so einen zu besorgen, halte ich das jetzt trotzdem für eine ganz gute Idee und werde einen kaufen. Genau.
Dann, ich könnte mir hier überlegen, ob ich da noch ein bisschen Luftangriffe fliegen will. Das lassen wir mal. Das passt, das passt. Da noch ein 1-1-Angriff. Das war. Der war von Vorteil, der Angriff. Gucken wir mal. Okay, das bringt dann keine guten Ergebnisse mehr. Okay, da sind die Befehlshaber alle gut positioniert. Dann sind wir, denke ich, soweit fertig. Und in der kommenden Runde werden wir dann. Ach so, genau, das U-Boot hier. Haha. Ja, die Hoffnung wäre natürlich, dass ich bald Paris erobere, um mich hier dann aufzufrischen. Insofern halt so lange einfach mal die Füße still, liebes U-Boot. Ja, dann haben wir's und wir sehen uns im kommenden Video. Klicken wir mal noch kurz hier. Französische Moral. Sehr gut, dann sehen wir uns jetzt wirklich im kommenden Video. Bis dahin, bye bye.